Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuesten Episode von Dishonored, die Maske des Zorns hier im Let's Play bei Sitzung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stehe hier gerade am Strand und genieße ein bisschen die Aussicht, will aber eigentlich dann nach oben, um meine Ausrüstung zu bekommen und habe mich jetzt hier unter unglaublichen Verlusten auf die Seite gekämpft und gemerkt, hier ist gar nichts. Das heißt, ich muss theoretisch wieder zurück, ohne mich von diesen fiesen Schleimviechern da treffen zu lassen. Und würde mal gucken, wie nah ich daran komme. Ich muss mal kurz überlegen, wie bin ich hier eigentlich hergekommen? Oh mein Gott. Wahrscheinlich hier irgendwie. Irgendwann wachen die auf. Bei einer bestimmten Entfernung wachen die auf. Da drüben waren sie wach. Mist, wie war denn das? Okay, also hier lassen sie mich in Ruhe. Da vorne nicht mehr. Komische Viecher sind das. Die sitzen da auch so unscheinbar. Jetzt könnten sie kein Wässerchen trüben, aber ich weiß, dass sie Wässerchen trüben können. Aber da hinten blinkt was. Da hinten blinkt was. Das heißt, ich versuche mal wieder zurückzukommen, ohne mich von denen beschießen zu lassen. Man muss jetzt wahrscheinlich so weit vor, dass ich da irgendwo hoch kann. Oh, ist das nah. Boah, echt, ey. Ich bin nicht sicher, wie sicher ich hier... Ich bin nicht sicher, wie sicher ich bin. Aber wir versuchen es trotzdem nochmal. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Habe ich doch versehentlich losgelassen. Verdammte Axt. Kann ich jetzt hier wenigstens irgendwo raus? Irgendwo hin? Nee, doch da. Puh, okay, das war knapp. Was ist das hier für ein Ding? Da kann man draufsteigen, das ist ja toll. Ein Ding zum, Draufsteigen. Aber ich habe da drüben irgendwo an der Seite was leuchten sehen. Also ich versuche mal hier nochmal nach oben zu kommen. Und dann wahrscheinlich hier irgendwie rüber oder so. Weil so nah muss ich da scheinbar gar nicht ran. Also wenn ich jetzt hier... Okay, da passiert mir nichts. Dann hier hin. Und dann... Genau. Gucken wir doch mal, was hier ist. Was bist du? Du bist ein Backup Power Receptacle. Und du bist eine... Ah, du bist eine Stair Control. Okay. Aber... Ja, klar. Okay. So, was steht hier auf dem Zettel? Lassen Sie die Treppe immer in der oberen Position, außer bei einem Schichtwechsel oder im Notfall. Nicht anhalten kannst du Schäden an Ausrüstung, ne? Bei einem Notfall wird die Hauptstromzufuhr abgeschaltet, weil wenn Sie Reserve... Ja. Okay, also wir müssen hier schon mal eine Flasche finden, die wir da reinstecken können. Wo sei sich natürlich die Frage stellt. Da unten sind wieder Zombies. Wo wir diese Flasche herbekommen. Okay. Da unten sind Tanks. Flasche, Flasche, Flasche. Flasche, Flasche. Ich würde mal hier todesmutig runterspringen. In der Hoffnung. Okay, also hier ist ein Tank. Und hier kann man einen leeren Tank befüllen. Aber woher kriege ich die Flasche? Wo ist die Flasche? Liegt da eine Flasche? Ja. Okay, super. Dann bitte einmal hier rein. Was, wie? Ist der voll? Aha, okay. Ach so, ja. Nee, ist klar. Und dann hier nach oben, ohne jemanden zu wecken. Hier rein. Licht, es werde Licht. Und dann drücken wir doch mal die Treppensteuerung. Wow, was für ein ausgeklügelter Mechanismus. Nee, das war das Falsche, sorry.
So. Jetzt gehen wir doch mal hier nach oben gucken. Wobei, ich sag mal, Night View kann eigentlich nicht schaden. Da läuft jemand. Da unten. Okay. Aber die Ausrüstung ist natürlich nicht hier. Nein, ist sie nicht. Sie ist hier weiter oben. Wie war das? Kette greifen. Oh, ist das hoch. Na, ein bisschen noch? Nee, nee. So rum. Ja, genau. So. Dann müssen wir hier lang. Kling, kling. Warum kommt er zurück? Schwer zu sagen. Beobachten wir die Straßen. Wir sehen ihn von den Dächern. Gut. Dann schneiden wir ihn auf den Weg ab. Ohne den Schlüssel kommt er nicht durch den Bahnhof. Er ist gerissen, er wird einen Weg finden. Okay. Ja, die Kumpels sind echt lustig hier mit den gleichen Zaubertricks wie ich. Sind jetzt aber scheinbar weg. Geronimo? So, finde einen Weg in die Raffinerie. Noch so ein Ding. Ja, hier haben wir auch schon eine Füllanlage. Und hier hinten sind Flaschen drin. Ja, lecker ist anders, ne? Aber hier gibt es erstmal ein bisschen Walöl. Ein Buch über die Waljagd. Eine Dose, Kupferdraht. Respektable Unternehmen. Ja, gut. Also, soll ich übertreiben hier? So. Ich hätte ja gerne mal hier so eine leere Flasche gefunden. Hier noch? Notiz eines Vorarbeiters. Sagen Sie Ihrem Schichtleiter, er soll in jeder Schicht jemanden für die Wartung abstellen. Die Leitungen fallen hier oben ziemlich oft aus. Erlauben Sie uns wenigstens zur Sicherheit, einen Walölkanister im Reservelager bei der Brücke aufzubewahren, um sicherzustellen, dass keine Probleme bei der Energieversorgung auftreten. Wir sind Greaves Company, verdammt nochmal, da soll es möglich sein, einen zusätzlichen unserer Wartung zu haben. Ohne Energie bleibt die Brücke oben. Solange die Brücke oben bleibt, kommen wir nicht an die Raffineriemine. Aha. Die Brücke, ne? Genau. Ach so, ja klar. Nee, da können wir natürlich, weiß gar nicht, ob das hier aus dem Stand geht. Ja, geht's. Dann können wir doch hier rein. Hier liegt wieder nur irgendwas rum. Da hinten. Genau, haben wir leere Tanks im Nachschub. Ja. Genau. So. Mitnehmen. Plonk. Plonk. Das ist aber so unauffällig leise, ne? Also wirklich, es ist nicht zu hören, ja? Ich dachte jetzt hier... Genau. Hier ist auch noch alles... verdächtig ruhig. So, jetzt haben wir hier eine Brücke. Und sollen jetzt wahrscheinlich hier runter. Da
Und da unten sind natürlich auch Leute. Also einer vor allen Dingen. Der aber... Zwei. Ach, das sind Viecher. Glaube ich. Aber wie es aussieht, muss ich eigentlich nur darauf aufpassen, dass die mich nicht... Ja, da unten sind noch mehr Viecher. Mich nicht sehen. Na, weiter, 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 weiter. Es geht nicht weiter. So, die haben mich, glaube ich, jetzt gesehen. Aber die vergessen mich hoffentlich gleich wieder. Ja, tun sie. Ist die Frage... Oh Gott. Ich habe natürlich auch nix, ne? Oh Mann, Jungs. Ihr müsst echt mal euren Arzt wechseln. Okay, also wir haben es probiert, so geht es nicht, aber ich habe hier ein bisschen angestellt, die mit dem Aufheben. Die Frage ist natürlich, wie dann? Ich könnte runterspringen und vielleicht auch erstmal die Ausrüstung sein lassen, um die von dem Ort da wegzuholen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So schnell sind die doch, glaube ich, gar nicht, oder? Das probieren wir mal. Ich glaube, solange die hier stehen, ist das echt Mist. Okay, das interessiert dich scheinbar gar nicht. Jetzt, genau, komm mal her hier. Wo kann ich denn hier hin? Und runter. Das ist echt eklig, Leute. Komm, 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 komm. Und hoch, 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 hoch. Ich habe hier gerade ernsthaft ein Problem. Das war Quark. Vielleicht nicht ganz Quark, aber ein bisschen Quark. So, jetzt erstmal wieder hoch. Dass die mir hier nicht mehr auf den Senkel gehen können. Was für unangenehme Gestalten. Lass mal nochmal hier hochspringen. Und hier in Ruhe beschießen. Da dürfte ich auch eigentlich keine Chaospunkte für kriegen, weil die sind ja schon tot. So. Haben wir es jetzt? Ich glaube ja. Okay, ich glaube, ich muss wahrscheinlich nicht wieder nach oben. Ich muss wahrscheinlich hier nach unten. Oh, hier ist noch jemand. Boden, 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 Boden. Habe ich etwa noch jemanden übersehen? Ja, wo ist sie denn? Der Hals da ist. Achso, die sind oben. Okay. Nee, dann ist ja egal. Okay. Gehen wir nochmal schnell hier rüber. Und nochmal schnell das hier. Und, gut, den Weiner tragen müssen wir jetzt nicht unbedingt. Okay. Gut, ich glaube, das ist es dann erstmal. So, da hinten war nämlich so ein Tor. Das nehmen wir mit. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das hier aufmachen muss. Also probieren wir das doch mal. Viecher. Und da hinten muss ich hin.
Also wahrscheinlich das gleiche Spiel nochmal, es sei denn, ich schaffe es hier irgendwie in Abstand zu halten. Ich glaube, ich würde lieber eins weiter oben rauskriechen. Also nehmen wir lieber nach oben. Weil da unten, das war echt nicht schön. Oder kommen wir hier irgendwie einfacher nach oben? Hier so darüber oder so? Das können wir versuchen. Da ist jemand. So. Da. Das war aber nicht ganz getroffen. So, jetzt müsstest du auch genau. Trotzdem. Ah, hier, Sina. Ist ganz schön weit weg. Aber die kommt jetzt hoch. Sie wird also näher kommen. Na, komm schon. Vielleicht auch nicht. Da ist er. Und, jawohl. Gut, dann gehen wir hier nochmal kurz runter gucken. Endlich mal das Gestöhne auf hier. Du bist meine. Ah, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wahl-Vivi-Sektion. Kommt mir bekannt vor. Hier ist noch was. Okay, ne gut. Dann gucken wir mal, ob wir da aus der Tür rauskommen. Luli, Luli. Nee. Hier geht's also gar nicht weiter. Ich dachte, hier wäre irgendwie was Tolles. Ist aber gar nicht toll. Ja gut, wenn das so ist, dann können wir ja theoretisch hier wieder runterspringen. Aber nicht mehr in dieser Episode, denn die ist vorbei. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und ich freue mich auf euch, wenn es wieder heißt, Sitzung spielt es an die Maske des Zorns im Let's Play. Bis dann, macht's gut und tschüss.